Wir werden verfolgt. Wo geht... Oh, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Mein Haus ist doch da vorne. Wollen sie uns jetzt verarschen? Nein. Ich habe mich bloß an der Hausnummer geirrt. Das sind die drei. Und warum sind sie dann die ganze Zeit so komisch angehalten? Das sah ja fast aus, als wären sie jetzt hier geheime Zeichen. Wollen sie uns hier eine Falle stellen oder was? Ich habe mich gefragt, wie lange sie gebraucht haben. Ich sage Ihnen jetzt ganz einfach. Ich werde sie von mir hertragen. Und wenn, dann werden sie mit drauf gehen. Ist das klar? Sie sagen ihren Kollegen sofort, dass sie nicht auf uns schießen werden. Moment, da ist gerade ein Mickey Maus. Achso, ist nicht wirklich gut. Okay. Haben wir uns da verstanden? Ja, ist kein Problem. Es wird niemand auf dich schießen. Ja, das glaube ich nicht. Sie sind so oft stehen geblieben, als hätten sie SMS geschrieben. Und dann auf einmal noch so weit in der Hausnummer ihren. Da hinten, sie sind mit uns in der Pampa gelaufen und sagen dann, oh, es könnte die falsche Hausnummer sein. Erstes Haus hat kein Besitzer. Welches Haus soll es denn jetzt hier sein von den ganzen? Zweites Haus hat keinen Besitzer. Hier rechts. Auf das Grundstück rauf. Welches von denen? Das dritte hat keine Tür, also auch kein Besitzer ist wahrscheinlich. Welches von den drei Häusern ist denn ihrs? Keins der Häuser hat eine Tür oder kann gekauft Das in der Mitte? Werden. Sind Sie sich da ganz sicher? Ist das ja, das in der Mitte. Was ist ja, das? Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Janni, die Tür steht offen. Ich werde die Waffe rausholen. Guck rein, ob... Oder war es doch das rechte? Oder war es doch... Die Häuser kannst du alle drei nicht kaufen. Wir haben gerade an Nummernschild geschaut. Man kann diese Häuser alle drei nicht kaufen. Die stehen nicht zum Kauf im Grundbuch eingetragen, ja? Sie wollen uns hier einfach nur verarschen. Nein, wirklich nicht. Nein, wollte ich nicht. Herr Mike, und ich rate Ihnen jetzt nicht, eine Waffe zu ziehen. Die Häuser hier gekauft haben. Haus in der Mitte ist clean. Nein, das hatte ich nicht vor. Ich wollte nur Bescheid sagen. Die Häuser sind sowieso alle nicht gekauft. Das habe ich ihrem... Die Häuser sind im Grundbuch nicht eingetragen. Was denn, Eduardo? Die Kammer. Ich habe das Haus doch gekauft. Du warst doch dabei, wir waren zusammen mit dem Makler hier. Achso, dann tut's mir leid, dann habe ich... Den Makler. Ja, ich war da ziemlich... Komm mal hier rein. Echt jetzt? Ja, wohl auf die Stell dich mal hinter die Mauer. Stell dich mal hinter die Mauer, der Berg hinter uns. Das stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas gewaltig. Die halten dich so auf der Straße fest. Steck dich mal lieber hier hinter der Mauer oder so. So, Herr Educado. Wenn Sie Ihre Leute nicht umgehend zurückpfeifen, dann müssen wir Sie leider... unserem eigenen Schutz quasi als Geisel nehmen. Aber sehen Sie es eher als einstweiliger Zwangsurlaub bei uns netten Herren von nebenan. Oh, kann ich bitte wenigstens am Wasser stehen? Oder oben in der Kirche? Nein, tut mir leid. Sie können Ihren Leuten auf dem Berg ruhig sagen, dass wir Sie gesehen haben. Auf dem Berg ist niemand. Das sagen Sie. Unsere Adel-Augen sagen was anderes. Davon. Ich wollte wirklich jetzt nur mit Ihnen einen kleinen Spaziergang machen. Mike sagt gerade, von irgendwo kommt ein Auto und ich meine, ich habe auch was gehört. Geh sofort ins Haus rein. Wir verschanzen uns in der ersten Etage. Ich geh ins rechte Haus. Nein, geh in mein Haus. Zu zweit sind wir. Geh ins mittlere Haus und komm nach oben. So, Sie können Ihren Leuten, die gerade mit dem Auto kommen, was ich gehört habe, ruhig sagen, dass Sie nicht dieses Haus betreten werden, ansonsten sterben Sie. Haben Sie mich soweit verstanden? Ich weiß davon nichts. Ich weiß wirklich davon nichts. Entweder bin ich paranoid oder ich habe gerade ein Auto gehört. Und mein Kollege Jan, der draußen auf mich gewartet hat, hat bestätigt, dass sich irgendwo was bewegt hat. Er konnte es nicht direkt zuordnen. Von daher gehe ich stark davon aus, dass Ihre Kollegen kommen werden. Also. Welche Kollegen denn? Sie wissen, wovon ich rede. Ihr Kartell besteht ja nicht nur aus einer Person. Nein, besteht's auch nicht. Ich hatte ja damals auch meinen Bruder. Los. Der Bruder. Wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Janni, guck mal bei unseren Autos, ob da... Ihm seine Waffe aus der Tasche. Und dann habe ich abgedrückt. Ich habe ihn einfach kaltblütig erschossen. Sie müssen das doch verstehen, dass ich jetzt ziemlich psychisch kaputt bin. Sie müssen es doch verstehen. Ich sichere uns gerade ein Hintertürchen, Jan. Nie.
aber lieber Herr Officer, können Sie mich nicht wieder gehen lassen, dass ich wieder in die Nervenklinik kann? Ja, ich verstehe das schon mit Ihrem tragischen Zwillingsbruder. Aber zu unserer eigenen Sicherheit kann ich Sie leider noch nicht passieren lassen hier. Janni? Janni? Mikrofon aktiviert. Janni? Mikrofon aktiviert. Janni? Aber Sie können mich doch jetzt, Sie können doch wenigstens aufhören, mich zu eskortieren. Ich habe sie aber gerne bei mir. Janni, hörst du mich? Ja, ich sehe aber nicht. Sprengsatz und Teil im Geländewagen. Ich kann also, wir haben keine Fluchtmöglichkeit. Doch, ich habe gerade um eine Fluchtmöglichkeit gebeten. Janni, hörst du mich? Versuchen, uns hier einzukesseln. Janni, hörst du mich? Ich höre dich. Bitte, lieber Herr Officer. Ich habe Mike geschrieben. Hören Sie bitte wenigstens auf, mich anzugrapschen. Ich grapsche Sie doch gar nicht an. Ich habe Mike darum gebeten, dass er zu seinem Hunter gehen soll, wenn er das kann, und hier hinfahren soll. Wenn dann irgendwas schief geht, dann steigen wir in seinem Hunter ein und flüchten damit. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob er das macht. Ich habe keinen Überblick. Das ist eine Stolpermine. Okay, wir kommen hier nicht. Es ist kein Schuss gefallen. Hier ist niemand in der Nähe. Die Reifen sägen weg von eurem Auto und von meinem. Scheiße. Die sind hier. Stell ihn mal ins Fenster. Skortier ihn mal bis zum Fenster und lass ihn da stehen. Sie können... Aber ich wollte doch wirklich nur die schöne Aussicht hier genießen. Ja, die können sie jetzt ja genießen. Achte auf die Tür. Nein, weil mein Kopf nach rechts gebeugt ist. So, besser. Noch ein Stück mehr nach rechts. Das andere Recht. Ja. Ja, genau so. Okay. Was sagst du, soll ich Mikiyasha die Position von meinem Offroad verraten, dass er uns den holen soll? Ich hab ja auch noch einen Offroad da oben stehen. Aber der hat keinen Schlüssel dafür, also von daher müsst ihr ihn aufbrechen. Zepro ist auch so einer. Warte, Fahrzeug. Das könnte jetzt eine Falle sein. Hörst du das Fahrzeug? Ich versuche jetzt den Commander für uns zu gewinnen. Ich habe gesagt, ich habe ihm die Koordinaten durchgegeben und habe gesagt, er soll mit einem gepanzerten Fahrzeug zu uns hinfahren, uns hier rausholen und dann wird er ordentlich belohnt. Ja, relaxt leider gerade ein bisschen bei mir. Hast du mich denn noch verstanden? Sam ist auch in der Lobby. Herr Educado, Sie sind so schweigsam geworden. Kannst du mal ganz kurz schauen, ob... Kannst du ganz kurz schauen, ob Mike noch bei denen im Channel drin ist? Ist, hab ich gerade geguckt. Ist okay. Ich habe echt Bedenken, dass sie ihn jetzt auch, also dass sie ihm so missvertrauen. Zeppo wird uns helfen, er hat gesagt, bitte wiederholen Sie die Koordinaten. Ja, ich weiß.
könnte man mal selber mal eben aufschreiben, ich nicht vergesse. 037106. Ich habe gesagt, er soll zur Hintertür fahren. Wenn er uns echt hier rausholt, dann hat er aber echt was gut bei uns. Der viel zu. Sie sind so schweigsam. Ja, ist mal ernsthaft, Sie können mich langsam wieder freilassen. Sie reden ja gar nicht mit uns, aber wir können Spaß hier mit Ihnen. Wir können jetzt eine fette Party steigen lassen. So eine 3. Nicht, wenn ich gefesselt bin. Er war ungefesselt, das war doch kein Spaß. Stehst du nicht auf feste Spielchen? Nein, steh ich nicht. Finde ich aber schade. Ich wollte mir anbieten, die anscheinend lockerer zu machen, aber es ist China-Ware, da kann ich leider nichts für. Wir können ihnen anbieten, dass wir sie hier hinstellen und sie dann einfach ohne unsere. Dass wir sie nicht eskortieren, dass sie halt nur hier rumstellen. Sie? Na, sie könnten mich auch komplett frei machen, dann setze ich mich ganz entspannt mit ihnen hier hin und trinke eine Tasse Tee. Das können wir leider nicht machen, sie tragen eine Primärwaffe auf dem Rücken. Wer weiß, was sie unter Tee verstehen, wenn sie verstehen, was ich meine. Aber die Waffe ist eingesteckt, die ganze Zeit. Ich kann sie auch in den Rucksack packen. Das ist ein zu sicheres Sicherheitsrisiko für uns, das werden sie auch verstehen müssen. Er hat gar keinen Waffenschein. Das ist aber gar kein Sicherheitsrisiko. Warum haben Sie eigentlich keinen Waffenschein? Sie wissen also noch nicht mal, wie man mit Ihrer Waffe umgeht. Das weiß ich auch nicht. Doch, ich weiß, wie man mit der Waffe umgeht. Ohne Waffenschein. Ich muss das leider praktisch mal ausüben, da ich nicht die Tür von einem Verbrecher mit einem Messer attackiert wurde. Ja. Dann zog ich schnell meine Pistole aus der Tasche und schoss ihn in sein Knie. Und deshalb habe ich keinen Schein mehr. So. Das ist natürlich eine tragische Geschichte. Hier ist auf jeden Fall jemand um unser Haus. Ich höre es auch. Komm hoch. Leg dich an die Tür dran, sobald der hochkommt. Ich runtergehe. Nein, Treppe ich.